Ich schlage vor, dass wir zuerst bei dem Wasser sind, bevor der Rest von diesen Blödis es vollsabbert. Aber du hast doch gehört, was die Erwachsenen gesagt haben. Was ist mit den Scharfzähnen? Was soll mit denen sein, hm? Naja, sag du's ihm, Matt. Hä? Naja, sie sind böse. Ja, und mächtig groß sind sie auch. Du solltest auch vor ihnen Angst haben, so wie wir. Ich? Ich habe vor gar nichts Angst. Wetten das? Ich wette nicht, klar. Du hattest Angst vor den großen fliegenden Steinen. Hatte ich nicht. Ich bin nur weggerannt, weil ihr weggerannt seid. Ich wollte euch nicht bloßstellen. Das war alles. Gut, dann beweis es. Na schön, wie ihr wollt. Ich suche mir jetzt schmackhaftes, leckeres Wasser und ihr Babys könnt hier bleiben. Oh, ich bin kein Baby. Ja, ich auch nicht. Hip, warte auf mich. Ja, auf mich auch. Wir dürfen nichts überstürzen. Wir müssen sofort handeln. So viel Dummheit auf einem Haufen. Haben die nicht gehört, was die Erwachsenen von den Scharfzähnen gesagt haben? Scheinbar nicht. Was soll's, wenn sie aufgegessen werden, geschieht es ihnen recht. Zira, das war nicht sehr nett. Das ist mir egal. Sie haben es verdient. Also, ich weiß nicht, Freunde. Vielleicht sollten wir etwas unternehmen. Und was zum Beispiel? Zum Beispiel ihren Eltern sagen, wo sie hin sind. Aber unsere Eltern sind damit beschäftigt, sich zu streiten. Dein Plan ist viel zu gefährlich. Deiner ist auch nicht besser. Dann hört euch doch meinen an. Deinen Zeit, bitte nicht albern. Dann sollten wir selbst gehen und sie aufhalten. Sie aufhalten? Wie? Sie hassen uns. Sie werden nicht auf uns hören. Ich weiß, sie sind größer, aber ganz bestimmt nicht klüger. Trotzdem, wir müssen es versuchen. Aber warum? Sie sind Kinder, so wie wir sind, haben unsere Sicht. Sie halten sich für groß, aber sie sind's nicht. Sie denken, sie sind stärker und die Allerklügsten hier. Doch Kinder sind sie immer noch, genau wie wir. Mutter haben sie und Vater, ein Geschwistertier. Haben Pfoten, Schwanz und Hörner, Nasen so wie wir. Und wenn die Erde zittert, dann zittern sie vor Angst. Und sie wollen weg von hier, genauso wie wir. Das ist mir zu gefährlich, Littlefoot. Oh ja, das ist es. Das mache ich nicht mit, nein. Bitte auch nicht mitmacht. Auch wenn sie so groß tun und dabei übersehen, wenn's wirklich mal Probleme gibt, kann keiner sie verstehen. Denn oft hilft nur Vertrauen, ein Freund, der zu dir hält. Sie sind von uns ein Stück, wir bringen sie zurück. Kinder sind sie, so wie wir. Ich muss versuchen, sie aufzuhalten. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Nicht traut, ist ein Weichei. Petri, kein Weichei. Sarah, warte auf uns. Wir sind keine Weicheier. Nein, sind